Ja, wir lachen. Niedrige Wahlbeteiligung ist übrigens alles andere als lustig, denn sie begünstigt leider traditionell Splitterparteien, insbesondere Radikale mit hohem Idiotenanteil. Hans Püschel zum Beispiel ist Landtagskandidat für die NPD. Er war früher in der SPD, heute kandidiert er für die NPD. Ist ja nur ein anderer Buchstabe. Und Püschel ist auch noch Bürgermeister im schönen Städtchen Krauschwitz, wo ihn unser Kollege Martin Sonneborn mal unverbindlich besucht hat. Der deutsche Volkskörper ist in der Krise, aber die NPD hat eine neue Geheimwaffe. Püschel. Hans Püschel, die Unterhaltungskanone aus Krauschwitz. Möchte ich den SPD-Dissidenten dieses Landes begrüßen, unseren Bürgermeister von Krauschwitz, Hans Püschel, mit ein paar Grußworten an uns. Durch ganz Deutschland geht ein Schrei, mit Nachwuchs ist vorbei. Kinder brauchen wir ganz schleunigst, es muss gleich sein. Die Geburten gehen zurück, das bringt unserem Land kein Glück. Ja, wir müssten einst wie im Reich an Deutschen reich sein. Herr Bürgermeister, was ist das Problem mit den Ausländern, den Jungen, die hier reinkommen nach Deutschland? Das sind ja im Wesentlichen junge Männer, die wollen also auch Frauen haben. Und wir haben schon gerade im Osten einen enormen Überschuss an jungen Männern. Und es kommen noch viele ausländische junge Männer dazu, die unter Umständen für die Frauen sogar attraktiver sind, weil sie den exotischen Reiz haben, dass unseren Männern sozusagen die Frau, potenziell die Frauen weggenommen werden. Ja, die Kinder brauchen wir schon zum Steuerzahlen hier. Drum, ihr Eheleute, hört den Rat von mir. Kinder, Kinder, sorgt für Kinder. Was hat der Südländer, was wir nicht haben? Na, oder in jeder Rasse ist das so, dass gerade die Menschen der anderen Rasse oder die potenziellen Partner aus der anderen Rasse einen gewissen größeren Reiz ausüben. Ich sehe es ja auch, dass schon erhebliche Mengen an Mischlingskindern zur Welt kommen und da sind. Drum, ihr Männer, merkt's genau, sprecht noch heute mit eurer Frau. Hello. Herr Apfel, wie fanden Sie die Rede von... Ich rede mit Ihnen. Wie fanden Sie die Rede von Herrn Püschel? Wie fanden Sie den Gesang von Herrn Püschel? Wird der Wahlkampf singend zu gewinnen sein? Mit primitiven Journalisten wie Ihnen rede ich nicht. Guten Tag. Ist das ein persönlicher Erfolg? Sehr wenig Gesprächsbereitschaft hier im Moment, die NPD. Man will singend durch die Lande ziehen, man will singend die Sympathien und die Herzen der Menschen erringen. Deutsche Frauen, deutsche Treue. Glauben Sie, dass der Wahlkampf hier in Sachsen-Anhalt mit viel Gesang zu gewinnen ist? Ich hoffe es. Drum kann die NPD nie schaden, die bringt jetzt Stimmung in den Laden. Ja, das kann man wohl unterschreiben, Bürgermeister Püschel. Martin Sonneborn, vielen Dank! Ja. Ich finde, dieses Mikro nehmen wir jetzt für alle unsere Interviews, habe ich mir überlegt.